Liebe Besucher der Wirtour, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem neuen Vortragstag hier auf der Vortragsgalerie in unserem wundervollen virtuellen Messeauftritt. Das Thema heute ist Quick, die DOYMA-Sanierungslösung. Mein Name ist Tobias Meints und ich freue mich, Ihnen unser Top-Produkt des Jahres einmal etwas näher vorstellen zu dürfen. DOYMA hat mit der neuen preisgekrönten Quadro-Secura Quick-Serie die Sanierungslösung im Sortiment, wenn es um die Erneuerung oder Neuverlegung von Leitungsanlagen in Bestandsimmobilien geht. Bei der Quadro-Secura Quick-Serie handelt es sich um ein Sortiment von einsparten Hauseinführungen mit Injektionssystem, die speziell für den Einsatz in unterkellerten Bestandsgebäuden konzipiert wurden und eine Vielzahl von Anwendungsfällen abdecken. Das neue Sortiment umfasst insgesamt 5 Produkte. Die Quadro-Secura Quick X kann für die Verlegung von Wasser-, Strom- oder Telekommunikationsleitungen verwendet werden. In der XLWL-Variante der Hauseinführung können sogar verschiedene Versorgungsleitungen, beispielsweise Lichtwellenleiter und eine Wasserleitung, eingezogen werden. Die Quadro-Secura G, Quick G, ist für die Verlegung von Gasleitungen konzipiert. Erhältlich ist sie für Gas-Hauseinführungskombinationen von RMA, Schuck, Vogt und Burger. Die Quadro-Secura Quick H wird inklusive Hüllrohr ausgeliefert. In letzterem kann zum Beispiel ein Dichtungseinsatz aus der Curaflex Nova-Familie von DOYMA verbaut werden. Dadurch ergeben sich vielfältige Möglichkeiten des Leitungseinzugs. Ebenfalls erhältlich ist eine Entsorgungslösung. Hier greift man am besten auf die Quadro-Secura Quick O zurück. Sie lässt sich ebenso einfach verbauen wie die anderen Varianten, ist allerdings für die Aufnahme eines Abwasserrohrs konzipiert. Neben diesen Typen hat DOYMA auch noch die E-Quick-Produkte im Sortiment, die sich durch ihre zusätzliche druckwasserdichte Innenabdichtung von den anderen Quick-Produkten unterscheiden. Auch hier gibt es Versionen für Wasser, Strom, Telekommunikation, XLWL sowie Gas. Doch was zeichnet die Quadro-Secura Quick-Reihe aus? Mit den neuen Hauseinführungen gelingt die Sanierung und auch die Neuverlegung von Rohren und Kabeln in Bestandsgebäuden auf einfache, aber vor allem sichere Art und Weise. Der Einbau, das ist das Besondere, kann in allen üblichen Wandaufbauten, Ziegeln, Einkornbeton, Porenbetonstein, WU-Beton, Elementwänden, Wänden mit außenliegenden Hautabdichtungen etc. ausgeführt werden. Vorhandene Hohlräume, wie sie zum Beispiel bei Hohllochziegeln vorkommen, müssen vorab nicht verfüllt werden, beziehungsweise der sonst erforderliche Einsatz von Futterrohren kann hier entfallen. Der große Vorteil liegt auf der Hand. Hausbesitzer müssen sich keine Gedanken machen, aus welchem Material ihre Außenwände bestehen. Die Quick-Produkte können in nahezu allen Wandaufbauten verbaut werden. Dies ist natürlich auch für Ausführende ein großer Vorteil, weil sie sich nicht erst einen Überblick über die Art der Wände verschaffen müssen. Dies gilt auch für den Handel. Der Mann hinterm Tresen kann guten Gewissens die Quadro-Secura Quick-Produkte von DOYMA empfehlen, auch wenn der Kunde keine Informationen zur Beschaffenheit seiner Außenwände geben kann. Dies ist ein großer Vorteil, den unsere neuen Sanierungshauseinführungen mit sich bringen. Doch das ist noch lange nicht alles. Auch in Sachen Montage setzt die Quick-Serie Maßstäbe. Gerade in puncto Einfachheit und Schnelligkeit. Ist eine Kernbohrung gesetzt, kann eine Quick-Hauseinführung innerhalb weniger Minuten von nur einer Person ohne zusätzliche Montagehilfe installiert werden. Möglich macht dies das Easy-Fix-System, dessen Herzstück unsere innovative Weglaufsperre ist, die eine zuverlässige Abdichtung sicherstellt. Während das Expansionsharz an der Medienleitung bzw. dem Hüllrohr entlang geführt wird, sorgt die Weglaufsperre dafür, dass dessen Gewebe erst beim Aufschäumen des Harzes durchdrungen wird. Ein frühzeitiges Weglaufen in eventuell vorhandene Hohlräume wird somit nachhaltig verhindert. Der zweite wichtige, ebenso einfache auszuführende Arbeitsschritt folgt nach der 10-minütigen Aushärtezeit des Harzes. Denn dann wird die Außenabdichtung verspannt. Um dies so einfach wie möglich zu gestalten, setzen wir hier auf unsere bewährten ITL-Muttern, unsere Integrated Torque Limiter. Bei einem definierten Drehmoment schert der obere Teil der Mutter ab. Ein Drehmomentschlüssel ist demnach nicht mehr erforderlich und die Montage kann mit Hilfe eines Akkuschraubers erfolgen. Wie der Einbau im Detail erfolgt, zeige ich Ihnen später am Beispiel der Quick X. Doch vorher möchte ich Ihnen aufzeigen, welche Vielzahl von Anforderungen durch die Quick-Produkte erfüllt werden kann. Marode oder eventuell gar nicht vorhandene Durchführungssysteme lassen sich durch die Quick-Typen im Rahmen einer Leitungssanierung im Haus ersetzen. Das ist aber nur ein Anwendungsfall. Viel spannender und vor allem vielfältiger wird es, schaut man sich die unterschiedlichen Use Cases im Fall von Neuanschlüssen in Bestandsgebäuden an.
Nehmen wir das boomende Thema der Elektromobilität. Wer über die Anschaffung eines Elektroautos nachdenkt, der sollte sich auch Gedanken um den Ladestrom machen. Steht die Garage oder der Carport nicht direkt am Haus, kann es durchaus erforderlich sein, ein entsprechend dimensioniertes Stromkabel vom Hausanschluss zur neuen Ladestation zu verlegen. Hierbei kann eine Quick-X zum Einsatz kommen. Eine Nummer kleiner gedacht, während der Corona-Krise ist der Absatz von Elektrofahrrädern massiv angestiegen. Während man den alten Drahtesel gerne mal vor dem Haus geparkt hat, kommt das bei allem Vertrauen in die Menschheit bei den neuen teuren E-Bikes für die meisten nicht in Frage. Doch so, wo soll deren neue Elektrotankstelle sein? Warum nicht im Gartenhaus, das mit einer Quadro-Secura Quick-X einfach elektrifiziert werden kann? Hier stehen die teuren Drahtesel sicher und können für den nächsten Trip geladen werden. Ein elektrifiziertes Gartenhaus bietet natürlich noch viel mehr Möglichkeiten. So lässt sich hier ein Fernseh-, Party- oder auch Gaming-Paradies schaffen. Weitere Möglichkeiten für den Einsatz der Quick stellen die Elektrifizierung des Gartens dar, den Anschluss des neuen Pools an den Wasseranschluss des Hauses, den Einzug neuer Glasfaserleitungen und. Die Bandbreite der Möglichkeiten ist enorm und die Quick-Serie ist in der Lage, sie alle zu erfüllen. Das macht die Quick zu unserer eierlegenden Wollmilchsau. Damit Sie sich von der Quadro-Secura Quick auch mal selber überzeugen können, haben wir extra für Sie attraktive Starter-Sets geschnürt. Schauen Sie einfach im Keller unseres virtuellen Messeauftritts vorbei und klicken Sie auf den schnellen Renner. Sie werden sehen, was ich meine. Dort erfahren Sie alles zu unseren Quick-Starter-Sets und attraktiven Angeboten. Nun möchte ich Ihnen, wie bereits angekündigt, am Beispiel unserer Quick-X demonstrieren, wie einfach und schnell der Einbau unserer Sanierungslösung vonstatten geht. Vielen Dank, dass Sie sich für eine DOYMA Quadro-Secura Quick-X entschieden haben. Bitte kontrollieren Sie vor dem Einbau, ob Sie den richtigen Lieferumfang erhalten haben und lesen Sie sorgfältig die beiliegende Einbauanleitung. Kontrollieren Sie vor dem Einbau, ob die Wandstärke und das Kernbohrungs- bzw. Futterrohrmaß gemäß unserer Einbauanleitung ist. Die Untergründe müssen sauber, fest, staub- und fettfrei sein. Stellen Sie den Wandabstand ein. Und setzen Sie dann eine Kontrollmarkierung. Führen Sie die Quadro-Secura Quick-X von der Gebäudeaußenseite in die Bohrung ein. Bitte beachten Sie, dass beim Ausrichten der Außenabdichtung das Butylbond nicht an der Außenwand anliegt. Achten Sie darauf, dass das Harzinjektionsrohr oben angeordnet ist. Richten Sie die Außenabdichtung entsprechend der Markierung auf den Großring aus. Schieben Sie anschließend die Außenabdichtung bis an die Außenwand. Richten Sie die Außenabdichtung entsprechend der Markierung auf den Großring aus. Entfernen Sie den Verschlussdeckel und schrauben Sie den Statikmischer auf die Kartusche. Verbinden Sie nun den Statikmischer mit dem Harz-Einfüllschlauch. Entfernen Sie den Bodendeckel und injizieren Sie mit gleichmäßigen Bewegungen den Expansionsharz. Während der Aushärtung von ca. 5 bis 7 Minuten sollten Sie das komplette Harzsystem nicht von der Quadro-Secura Quick-X trennen. Verspannen Sie die ITL-Muttern wechselweise in mindestens 3 Intervallen. Fahren Sie so lange fort, bis die oberen Muttern abgedreht sind. Dank des ETL-Prinzips ist kein Spezialwerkzeug notwendig. Bestimmen Sie zuerst den Leitungsdurchmesser. Passen Sie nun den Mantelrohrentstopfen auf die entsprechenden Leitungsdurchmesser an. Einfacheren
Einschieben der Leitungen sollte Gleitmittel verwendet werden. Ziehen Sie anschließend die Leitung durch den Mantelrohrendstopfen und positionieren diesen auf dem Hülsrohr. Anschließend verspannen Sie bitte die Schlauchstellen. Nicht belegte Öffnungen verschließen Sie gegebenenfalls wieder mit den entsprechenden Verschlussstopfen. Der Einbau der Quadro-Secura Quick X ist hiermit abgeschlossen. Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie weitere Informationen wünschen. So, liebe Besucher der Virtue, ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass ich Sie von meinem persönlichen Lieblingsprodukt des Jahres, der Quadro-Secura Quick-Serie, überzeugen konnte. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Freude auf der Virtue und vergessen Sie nicht, sich im Kellergeschoss über die neuen Starter-Sets zu informieren. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns.